Hallo und herzlich willkommen bei Curse and Surantine. Ups. Mein Name ist Surantine und wir Evil Einröhrchen. Ja, ich weiß, diesen Typen hatte ich eigentlich in der letzten Folge schon kaputt, aber der hat mich nicht gespeichert. Aus dem Grund müssen wir das noch eben machen. Ich habe schon mal ein bisschen vorgespielt, also ihr habt gar nichts verpasst, ne? Passt da ja immer ein wenig auf. Seht ihr, den blöden Mann, den kennt er noch. Den müssen wir jetzt einmal... Ist herrlich. Ist schön. Sehr schön. Ja, ja. Ich mag den nicht mit ihrer scheiß Maske, ne? Er ist immer noch nicht tot. Besser müssen wir uns jetzt spritzen. Fängt schon wieder super an heute, glaube ich. Ach, nee. Ah, müssen wir mal einmal hier hoch. Oh, wo kommt er denn jetzt her? Ja, genau. Schieß auf deinen Kollegen. Trottel. Kann man verbrennen? Dann brennt der andere vielleicht mit. Na toll. Immerhin haben wir zwei Streichhölzer weniger jetzt. Das war ganz wichtig. Irgendwie bringt uns das nichts. Der macht aber auch die Tür nicht auf, ne? Wenn er die scheiß Tür aufmacht. Egal, es ist Tor. Gut. So. Entschuldigung. Curse, der hat mich nämlich angesteckt mit seiner Krankheit schon wieder. Macht der gerne. So. Vielleicht habe ich gar keine Stimme mehr, was ja nicht schlimm. Ah, okay, okay, okay. Das ist mir in der letzten Folge gar nicht aufgefallen. Und ich frage mich die ganze Zeit, ey, wo musst du denn hier lang? Hier ist ja kein Weg. Doch, ist wohl. Einfach mal Augen auf. Das Problem kennen wir ja bei mir. Ist ja schon... Ja. Eingefleischt. Oh, 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 oh. Ja, ich glaube, wir müssen da trotzdem runter. Nichts. Da ist was. Okay, rein da. Kannst reingehen. Nein, will er nicht? Will er nicht rein. Jetzt geht er da rein. Hier passiert gleich wieder irgendwas Böses. Ich rieche sowas. Ja. Aber wir haben wieder, ja, so langsam füllt sich unsere Munition. Wie ihr sehen könnt. Wo? So. Vielleicht haben wir ja gleich auch dann genug Zeug zusammen für unsere, sagt mal eben schnell hier, unsere Armbrust. Weil da fehlt uns auch noch einiges. Heute kein Flaschenkind, heute Dosenkind. Wer das nicht versteht, muss unbedingt meine Folgen sehen. Das ist ein Insider. Auf jeden Fall. Das wäre jetzt auch ein... Ja. Sprechen wir jetzt nicht drüber gewesen. Ja. Ne? Die Tür ist auf. Würde ich mal so behaupten. Ah, ich glaube, wir können hier drüben hoch. Sieht gut aus. Kamen wir nicht gerade von da? Nee. Nee, von hier kommen. Können wir hier ein Knöpfchen drücken? Ja. Können ein Knöpfchen drücken. Drück, drück, drück den Knopf. Aber wir haben gar keinen Knopf gedrückt. Was rede ich denn da? Wir haben eine Kurbel gekurbelt. Wir haben uns einen gekurbelt. So. Jetzt nehme ich am besten wieder das Scharfschützengewehr ohne Munition. Toll, wenn man jetzt noch trifft, ne? So. Okay, nicht gut. Oh, wer ist er denn hier? Ja, hör mal, hier ist doch gar kein Feuer. Was will er denn hier? Sau. Ah nein, da kommt der Nächste. Halt mal.
Oh, tschüss, dein Kollege ist schuld. Ja. Er ist so wohl. Steht der nochmal auf. Ich muss den da hinten jetzt treffen. Wir machen das jetzt nämlich damit. So, jetzt habe ich nämlich Faxen dicke. Hallo, Otto! Boom. Okay. Der ist schon mal weg. Ich höre hier eine Kettensäge. Ach nee, doch nicht. Oh. Granate. Oh. Nein. Du willst doch nicht in unserem Kopf beißen, Dickerchen. Du spinnst. So, hier, komm. Bumm. Willst es nicht übertreiben hier? Hm? So, wir haben immer noch Musik am Laufen. Ist hier immer noch irgendwas? Ich glaube nicht. Wenn, dann muss ich es töten. Treppe rauf. Wo kommt er denn her? Da war... Ja. Ich hab den doch eine Granate... ich weiß. Guck mal, ich mache jetzt so, dann bin ich wieder geheilt. So. Jetzt gucken wir mal, wo ist er? Ist da unten? Mal mit der Granate. Wir haben keine Granate mehr. Genauso wenig wie Munition. Wo ist er denn? Ist er weg? Da ist er. Wow. Ich will meine Munition dafür nicht verschwenden, das bringt doch eh nichts. Ich kletter da jetzt die Leiter noch hoch und dann bin ich eh weg. So. Oh, schaut euch das an. Schaut euch das bitte an. Ist das herrlich? Oh mein Gott. Munition, alles. Jetzt ist meine Munition sogar voll von der Knarre. So, ja gut, dann lade ich mal nach. Dann kann ich noch was mitnehmen. Das ist jetzt kaputt. Oh, Tontaum schießen. Stimmt sogar, seht ihr? Komm. Bumm. Guck mal, hier Feuer. Ja, fein. Du kannst aber schön brennen. Oh. Ui. Herrlich, wie die auf einmal so alle umfallen. Weiß ich, wozu ich die scheiß Mini gekriegt habe. Um sie direkt dann wieder auszugeben. So, jetzt geht's wieder. Ich finde, in keiner Folge sollte ein Ruckler fehlen. Und da war er gerade. Dann haben wir das auch schon hinter uns. Haben wir jetzt alles getötet, nachdem wir so viel Munition gekriegt haben und so viel wieder ausgeben mussten. Tja, nichts mehr und ich sehe nichts mehr. Wo hören tue ich immer das? Meine Güte, ey. Ist ja wie in der Geisterbahn hier. So, da war der Ruckler nochmal. Das war einfach, ja, der musste nochmal sein, der Ruckler. So, schauen wir mal. Irgendwas sieht uns doch, ne? Schon wieder hier. Was sieht uns denn? Sollst da hochspringen? Kannst du dich da hochziehen oder so? Gar nichts kann der. Gar nichts. Sind wir jetzt wieder echt. Ja, mach's einfach mal. Einfach mal hier hin. Vielleicht stimmt das sogar. Was ist denn unsere Funzel? Wir hatten eine Funzel. Irgendwie ging die an. Ich glaube auf Q. Ah, da. Auf Q.
So. Sag mal, wenn ihr es gerade hört, haben wir schon den nächsten Punkt einmal zum Speichern und hübsch zu machen. Ist gar nichts das hier? Och, Leute. Ist ja auch da. Ah, ist Munition. Das ist echt mager hier. Magere Ausbeute. Ah, hier haben wir noch was. Wo ist denn jetzt das Gedudelste hin? Hm. Ach, da. Okay. Oh, was zum Lesen. Tagu von Sebastian Castellon, 11. Juli 2012. Seit dem Unfall sind fast 6 Monate vergangen. Myra und ich leben. Ich komme schon wieder nicht klar beim Lesen. Leben uns Woche für Woche immer weiter auseinander. Ich muss stark bleiben, aber es ist so leicht. Es ist. Ich glaube, wir lassen das heute. Ich bin da heute nicht so fit. Ich bin zu nervös. Okay. Ich drück mich heute das erste Mal übrigens, also das erste Mal auf jeden Fall in dem Spiel. Im nächsten Mal lese ich wieder, versprochen. Es ist aber auch noch sehr, sehr früh draußen. Schon wieder hier. Da kann ich nicht lesen um die Uhrzeit. Ich verliere den Verstand. Durfte man mich in der Schule schon damals nicht drauf ansprechen. So, jetzt skillen wir uns einmal. Der Besuch ist schon eine Weile her. Ja, das kann schon sein. Ist schon etwas länger, aber ich glaube, wir haben, können eh nicht so viel skillen. Weil wir nämlich gar nicht so viel Hirnwasser haben. Also wenn das Zeug die ganze Zeit bei uns im Gehirn da reingepumpt wird, ne, dann, wir müssten schon so einen Kopf haben. Aber naja. Da seht ihr, es ist alles zu teuer. Ja, das können wir Feuerrad. Weil ich will lieber, gefällt mir mittlerweile das Scharfschützengewehr. Ich glaube, das pushen wir mal so ein bisschen. Ja, nehmen wir das. Gut, haben wir das auch. Und raus. Und merkt ihr es? Das mit dem Rennen hier? Ist viel angenehmer. Ist der Typ eigentlich noch drin? Weil hier ist ja jetzt alles kaputt, ne? Wir können da auch nicht mehr reingucken. Okay, dann ist der da gar nicht mehr. Was? Sah so schön hier aus. So eine schöne Anstalt. Alles kaputt. Nun gut. Dann werde ich jetzt hier einen kleinen Break machen. Es ist schön, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Also bis dahin. Tschüss.